aktuell ist Klassikerwoche auf BookTube und ich wollte jetzt gerne ein unsystematisches Video dazu beitragen, in dem ich über meine Erfahrungen, Erwartungen bezüglich Klassikern rede, meine To-Read-Liste. Keine Ahnung, worüber ich jetzt reden werde, aber es wird geredet. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Können wir bitte kurz über mein sehr, sehr cooles Leica-T-Shirt reden? Okay, danke. Das ist nicht nur einfach ein. Okay, ich sitze nicht in irgendeinem schwarzen T-Shirt vor der Kamera. Ich hätte so gerne eine Leica, aber ich kann nicht mit dir umgehen. Gut, dass wir darüber geredet haben. Klassiker. Wie Books by Lanes in ihrem Video sehr, sehr schön zitiert hat, etwas, was jeder gelesen haben will, aber niemand lesen will. Sie zählen als sehr, sehr schwierig zu lesen, sehr langatmig, dicke Bücher, veraltet, angeblich aber doch übertragbar auf die heutige Zeit und irgendwie müssen sie ja gut sein, deshalb, weil sie sich halt so lange gehalten haben. Man muss auch einfach sagen, die meisten Leute wollen keine Klassiker lesen. Das ist so, wenn ich heutzutage jemanden treffe im Real Life, also jetzt außerhalb von BookTube, der irgendwie auch nur mit Klassiker mal bedacht hat als mögliche Literatur für einen selbst, dann raste ich schon aus. Das ist dann das Größte überhaupt. Oh mein Gott, a rare finding. Ich würde gerne als Beispiel Anna Karenina von Tolstoi anführen. Es gibt Passagen in diesem Buch, seitenlang, kapitellang teilweise, in denen es um Ackerbau geht und Kühe und Gras und das interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Es hat natürlich seine Relevanz in dem Werk und man muss es auch historisch betrachten und gesellschaftlich betrachten und es ist wichtig. Ich tendiere dazu, irgendwann darüber zu blättern, weil ich es einfach nicht aushalte. Es ist für mich nicht relevant und ich finde das in Ordnung, denn die anderen Teile dieses Buches sind der absolute Hammer. Ich habe noch nie bei einem Buch das Gefühl gehabt, dass ich wie in einem Film live dabei bin. Es ist unglaublich, du fühlst alles. Tolstoi skizziert die Figuren so lebhaft und die Emotionen sind so greifbar. Es ist wie, also wirklich vom emotionalen Spektrum her ist das wie eine Soap. Da können Soaps und die meisten Serien einpacken. Ich habe so mitgelitten, als Kitty ihren Ball hatte beispielsweise, da ihr praktisch das Herzlein gebrochen wurde. Ich fand es unglaublich und ich hätte das niemals erwartet von so einem Werk, dass es so mitreißend ist. Ich konnte es wirklich nicht mehr zur Seite legen. Irgendwann, wie es bei mir halt immer der Fall ist, bin ich nach einer gewissen Anzahl an Seiten irgendwann einfach raus, weil ich mal ein paar Tage nicht gelesen habe oder so. Und ich muss sagen, Moment, wo ist er? Verbrechen und Strafe von Dostojewski hatte ich auch angefangen zu lesen, war aber leider auch nicht sonderlich weit gekommen. Da hat mich auch absolut fasziniert, wie er Charaktere skizziert und wie psychologisch interessant er das Ganze aufbaut. Und ich war total geflasht. Also diese Russen, die irgendwie keiner lesen will in der westlichen Welt. Entschuldigung, es ist der absolute Hammer. So, wow. Was ich auch gerne sagen möchte, ist, dass ihr unbedingt Klassiker zur Seite legen solltet, mit denen ihr nichts anfangen könnt. Es wird da draußen Sachen geben, die euch einfach überhaupt nicht packen. Ich kann euch zwei Beispiele nennen, eigentlich drei, die direkt nebeneinander in meinem Bücherregal stehen, ja. Harper Lee, To Kill a Mockingbird. Das ist für mich ein Buch, in dem seitenlang um den heißen Brei herum geredet wird. Ich fand es literarisch auch nicht gerade wertvoll für mich. Brave New World. Das ist ein Buch, das in vielen Schulen auch gelesen wird. Und ich fand, es las sich auch wie die absolute Schullektüre. Grauenvoll. Das war wie, und das Ende gerade, wie so ein aufgebauschtes, vorhersehbares. Klar, die einzelnen Elemente fand ich total interessant, wie er diese Welt aufbaut und was die Dystopie einzelnen Sachen sind und auf welche Ideen er da kommt. Aber insgesamt, Mann, I did not enjoy reading this, like, so totally didn't. Ach, schaut mal, im Lord of the Flies hängt auch noch mein Lesezeichen drin. Kinder stranden auf einer Insel und versuchen da zu überleben und sorry, es gibt Leute, die das total cool fanden. Ich war gelangweilt ohne Ende. Legt es weg. Tut es euch nicht an, ja. Eure Zeit ist zu kurz. Was ihr in der Zeit stattdessen lesen könntet, wäre beispielsweise Die Glasglocke von Sylvia Plath. Sehr gut. Hier geht es im Endeffekt um eine junge Frau, die sich selbst versucht zu finden und die Probleme hat in der Welt, so wie sie ist, und die psychiatrische Probleme hat. Und es ist nicht unbedingt das einfachste Buch. Es ist irgendwo auch belastend, schockierend. Es
Finde ich, also mich hat es sehr zum Nachdenken angeregt, aber ich fand es auch wunderschön. Und hier sind hervorragende Zitate drin, die man sich fürs ganze Leben behalten möchte. Und das ist einfach ein Buch, das ich unbedingt nochmal lesen möchte, auch originalsprachlich. Auch erwähnenswert, eher ein neuer Klassiker, ist Breakfast at Tiffany's. Mir fällt gerade auf, dass ich tatsächlich von den alten Klassikern entweder die Rosen lese oder ich greife gleich zu den modernen. Upsi. Ihr habt wahrscheinlich alle den Film mit Audrey Hepburn gesehen, aber das Buch ist tatsächlich anders. Es ist recht kurz. Ich finde es absolut interessant, weil ich die Protagonisten auch ganz anders empfunden habe als im Film. Holly Golightly ist mir übrigens maximal unsympathisch. Was ich zum Beispiel auch mache, ist Bücher zu lesen von einem berühmten Autor, für den er nicht unbedingt für die Grammatik, für die dieser Autor nicht unbedingt bekannt ist, von Hemingway zum Beispiel, The Garden of Eden. Ich habe dieses Buch, glaube ich, 2 oder 3 Mal sogar schon gelesen. Das ist eins seiner sehr, sehr späten Werke, was er niemals, glaube ich, zu Ende geschrieben hat, was dann editiert neu rausgebracht wurde und eigentlich wesentlich länger ist. Und es ist fragwürdig, ob Hemingway das so, gewollt hätte, so wie es jetzt rausgekommen ist. Es ist eine Dreiecksbeziehung und es spielt in einer... Also wenn man dieses Buch liest, dann liest es sich wie Urlaub. Ich glaube, in der Riviera spielt es, zitiert mich nicht, es könnte falsch sein. Es fühlt sich an wie der reine Urlaub, was die für Wein trinken und Fisch essen. Es ist, oh mein Gott, man kann sich damit wirklich irgendwie im Winter hinsetzen und hat das Gefühl, man ist weg. Psychologisch hochinteressant und das ist kein klassischer Hemingway. Grandioses Buch, ich liebe es absolut. Entschuldigung, ich muss kurz nochmal zurück zu den Russen kommen. Meister und Margarita von Bulgakov. Es wird euch wahrscheinlich absolut auf den Senkel gehen, aber noch ein Buch, das ich tatsächlich nie beendet habe, weil mir damals die Ruhe gefehlt hat, es zu Ende zu lesen und ich dieses Buch so grandios fand, dass ich es unbedingt aber in Ruhe zu Ende lesen wollte, weil ich glaube, dass das mein absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten ist. Es spielt in Moskau 1930 und der Teufel ist unterwegs und stellt so einige Sachen an. Und es ist eine Liebesgeschichte. Es ist so herrlich verrückt, was dieser Teufel da macht. Es ist so schön geschrieben. Oh mein Gott, es ist der... Ich hab keine Worte dafür. Es gibt nichts, was da irgendwie drankommt. Und ich muss auch sagen, ich mag meine Ausgabe sehr, sehr gerne. Ich stehe auf solche, ach herrlich, ich könnte den ganzen Tag, ach, was für ein Buch. Wenn ihr wirklich tatsächlich aus diesem ganzen Video irgendwie nur eine Sache mitnehmt, probiert es mal mit Meister und Margarita. Es ist einfach verrückt und wunderschön. Mord im Orient Express von Agatha Christie. Super Buch, liest sich hervorragend, ist was zum Mitdenken und ich muss dringend mehr Agatha Christie lesen. Es gibt auch die Klassiker, die ich persönlich wichtig finde, was die Reflexion mit Politik unserer Zeit, unserer Gesellschaft und Entwicklung angeht. Und da muss ich sagen, ist 1984 von George Orwell ein ganz, ganz relevantes Werk. Ich fand es recht anstrengend zu lesen, weil doch einige Passagen dabei waren, die man wirklich sehr konzentriert lesen musste. Ich habe mir aber auch, wie ihr seht, unfassbar viele Markierungen gemacht in diesem Buch, weil es so, so viel gibt, was einfach aktuell ist, leider hochaktuell. Ich denke, wir haben die Pflicht, uns mit unserer Zeit auseinanderzusetzen. Ich finde es faszinierend, dass Orwell das damals leider so realistisch aktuell skizziert hat. Auch ein Grund, weshalb ich lese. Ich möchte mich nicht nur unterhalten, ich möchte irgendwie weiterkommen und mit Ideen konfrontiert werden und Denkanstöße bekommen und gezwungen werden, über bestimmte Sachen nachzudenken. Das ist mit so einem Werk definitiv der Fall. Farm der Tiere, von ihm muss ich auch noch lesen, habe ich auch hier liegen. Ich habe jetzt einen Stapel an Büchern, die ich euch im Kurzabriss zeigen wollte, die ich unbedingt lesen will, was absolut lächerlich ist, weil es ungefähr 7 Trilliarden Bücher gibt, die ich unbedingt lesen will. Ich habe letztens schon wieder einen gekauft. Es ist grauenvoll. Das Bücherregal wächst, aber die Zeit, die ich mit Lesen verbringe, nicht. Fitzgerald, Books by Lanes, I'm looking at you. Du bist, glaube ich, der Grund, weshalb ich Fitzgerald ein bisschen anders sehe, obwohl ich noch nie etwas von ihm gelesen habe. Hemingways Ausführungen zu Fitzgerald in seinem Immovable Feast, die ja beschreiben, wie er ihn in Paris erlebt hat, machen das Ganze noch interessanter für mich. Ich habe diese wunderschöne The Great Gatsby-Ausgabe. Der Liebhaber von Marguerite Duras. Ich habe mehrere Insta-Stories zu dem Thema Bücher online gestellt und war ehrlich gesagt absolut erschüttert und erstaunt und positiv überrascht, wie viele von euch sich bei mir gemeldet haben und mir Bücher empfohlen haben. Und ich habe tatsächlich eine junge Dame gefunden, die einen sehr, sehr super ähnlichen Buchgeschmack hat und sie hat mir das hier empfohlen und deshalb muss ich es unbedingt lesen. Sie hat mir einiges empfohlen, was in einer Buchbestellung geendet
ist. Eins habe ich schon durch, Henry Miller, Stille Tage im Klischee. Ich muss sagen, auch eins meiner Lieblingsbücher. Solltet ihr unbedingt lesen, es ist hervorragend. Ich schweife ab. Also Instagram, Stories, ich sage euch. Ich habe sie alle gespeichert bei den Highlights-Books, falls ihr da irgendwie Interesse dran habt. Bonjour Tristesse, auch von ihr empfohlen. Die Leiden des jungen Werther. Ein deutscher Klassiker. Ich muss sagen, ich lese wenige deutsche Klassiker, aber das ist eins, was ich unbedingt lesen will. Orwell, Down and Out in Paris and London. Auch drauf gekommen via Books by Lanes. Ich verlinke euch die Leute mal unten. Alle. Auch die Dame, die First Tant, wird es glaube ich ausgesprochen, der Kanal, ich mag falsch liegen, ich kann mit Namen überhaupt nichts anfangen, es ist grauenvoll, mein Namensgedächtnis ist so wie das größte Sieb, was ihr euch vorstellen könnt, das ist ein schwarzes Loch, ja. Books by Lanes hat es empfohlen, Immovable Feast habe ich auch gelesen und es soll sehr gegensätzlich dazu sein und es spielt auch in Paris und ich lese aktuell sehr gerne Dinge, die sich in Paris abspielen. Virginia Woolf, Die Wellen, ich habe es jetzt extra auf Deutsch tatsächlich da, weil ich glaube, dass dafür mein Englisch doch noch nicht ganz reicht. Stream of Consciousness ist, glaube ich, auch so schon anspruchsvoll genug. The Virgin Suicides, das soll auch hervorragend sein. Das Bildnis des Dorian Gray und Oscar Wilde Erzählungen. Eigentlich wollte ich so ein Riesenband kaufen, in dem alles von ihm drin ist, aber dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich es erstmal kleiner beginnen. A Tale of Two Cities von Charles Dickens. Wenn es einen gibt, der mich sehr abschreckt, dann ist es tatsächlich Charles Dickens. Es gibt ja Leute, die ihn absolut lieben und Leute, die ihn absolut hassen. Dasselbe gilt ja für tatsächlich Jane Austen. Pride and Prejudice habe ich auch niemals gelesen. Worauf ich auch sehr gespannt wäre Jane Eyre von Charlotte Bronte, weil es Leute gibt, die dieses Buch tatsächlich echt hassen. Übrigens, diese Penguin English Library Editions sind ja mal absolut wunderschön, oder? Da, hier sind noch zwei Empfehlungen, die ich euch geben wollte. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, auch ganz interessant. Fand ich auch erstaunlich gruselig, obwohl es nicht so dieses Kaboom, ein Mörder steht hinter dir und hackt dich tot, gruselig ist. Sehr schönes Buch, aber auch nicht gerade einfach, fand ich. Alice's Adventures in Wonderland will ich auch noch lesen. Wieso habe ich gerade gesagt, dass das eine Empfehlung ist, wenn ich es nicht gelesen habe? Eine letzte Sache noch. Gott. Ich hoffe sehr, 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 dass die Bücherdiebin von Zusak in die Klassikerreihe aufsteigt. Es ist eins der wunderbarsten Bücher über Freundschaft, über Liebe. Ich habe geweint. Und ich weine normalerweise nicht bei Büchern, ja. Das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Playlist unten, damit ihr bei den anderen auch noch vorbeischauen könnt. Auch noch, ja, bei den anderen auch noch. Ist auch nicht so, als wäre ich hier der absolute Nerd, der sich einfach mal in den Whirlpool schmeißt, in Klamotten läuft. Schreibt mir. Schreibt mir euren liebsten Klassiker. Schreibt mir Sachen, die ihr sehen wollt, schaut bei Instagram vorbei. Tschüss!